tatsächlich so eine kleine Einführung vorbereitet, einfach um das Ganze mal so ein bisschen einzubetten. Ich hoffe, die Folien können jetzt auch alle sehen. Und ja, das ist die Frage, die sich mir momentan tatsächlich stellt. Ist E-Assessment überbewertet und eine Notlösung, die jetzt in Zeiten von Covid-19-Pandemie irgendwie genutzt wird? Oder ist es etwas, was sich grundsätzlich in der Prüfungskultur in Deutschland ja, etablieren lässt? Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren in meiner Dissertation mit elektronischen Prüfungen beschäftigt. Ich habe da eine Meinung zu. Aber ich stelle auch immer wieder fest, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. Und ja, das ist das, was ich heute im Prinzip gerne, ja, einfach mal so ein bisschen ein Meinungsbild einholen würde. Wir sehen, dass Digitalisierung insgesamt ein Thema von zunehmender Relevanz ist. Das hat natürlich jetzt gerade in diesem Jahr nochmal einen extremen Schub erhalten, weil irgendwie Lehrveranstaltungen jedweder Art eigentlich ja irgendwie zumindest Teilen auf digital umgestellt worden sind. Und das geht natürlich auch bei digitalen Prüfungen weiter. Wenn man mal so schaut, dann gibt es unterschiedliche Prüfungssysteme, die im Einsatz sind. SafeExam-Browser ist eine Software, die genutzt wird, zum Beispiel in Berlin und Paderborn. DigiExam ist eine Lösung, die wird in Aalen eingesetzt. Wiseflow in Hamburg, Bayreuth und Erfurt. Und da gibt es sicherlich noch viel, viele mehr. Und ja, eine Frage, die sich daraus für mich halt direkt ergibt, ist, und danach, was passiert danach? Geht wieder einfach alles zum Alten zurück? Machen wir wieder schriftliche Klausuren? Oder ist das auch einfach eine Chance, die man als solche begreifen kann, um das Ganze zu verstetigen? Und speziell bei diesem zweiten Teil die Frage, was muss eine E-Prüfung denn überhaupt leisten können, um sich langfristig etablieren zu können? Also, dass momentan irgendwie alle geneigt sind zu sagen, oh, das ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber besser als nichts zu Corona-Zeiten, ist die eine Sache. Aber mich würde halt einfach interessieren, was muss eine E-Prüfung leisten, damit sie sich auch langfristig etablieren kann? Und ja, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen schauen, wie wir das hier machen. Also Interaktion wäre durchaus etwas, was ich hier sehr wünschenswert fände. Und Herr König hatte eben gesagt, das kann man natürlich ein bisschen über den Chat regeln. Und ich hätte jetzt tatsächlich erstmal eine Umfrage, wo mich interessieren würde, was ist Ihnen wichtig? Und da sind erstmal nur zwei Punkte drin, was Ihnen wichtig ist. Sicherheit oder Effizienz. Und Sie müssen sich jetzt für eins entscheiden, weil das sind im Prinzip die zwei Dinge, die immer genannt werden. Sicherheit ist immer ein ganz großes Thema, aber Effizienz ist natürlich gerade in heutigen Zeiten, wo immer mehr und immer schneller sozusagen geprüft werden kann, auch ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Okay, ein bisschen tut sich noch, aber es ist schon mal, finde ich, sehr interessant zu sehen, dass es im Moment mehr oder weniger pari steht, plus minus. Das kenne ich auch ganz anders. Und das ist der Punkt. Sicherheit und Effizienz schließen sich in Teilen aus. Das ist tatsächlich so. Die Frage ist halt immer, wo sozusagen der Trennstrich erfolgt. Ich kann ein System natürlich immer sicherer und immer sicherer machen und immer noch eine Sicherheitshürde einbauen und immer noch und immer dieses. Das ist natürlich so ein bisschen vergleichbar mit, ich baue ein Haus um ein Haus um ein Haus und habe nachher irgendwie 28 Türschlüssel, mit denen ich mich irgendwie durch verschiedene Türen bewegen muss. Da geht natürlich der Effizienzgedanke teilweise so ein bisschen verloren. Und das ist auch eine Frage, die ich mir zum Beispiel im Rahmen meiner Promotion oft gestellt habe. Wohin müssen wir eigentlich mit der Sicherheit? Natürlich möchte keine Hochschule sich verklagen lassen, weil irgendjemand ungerecht bewertet wurde oder es sogar auch geschafft hat, durch Betrug sich irgendwelche Abschlüsse zu erschleichen. Das will natürlich niemand, aber die Frage, die sich auch mir so ein bisschen stellt, ist, wo ist an der Stelle eine sinnvolle Hürde, dass man sagt, okay, also bis hierhin müssen wir schon dafür sorgen, dass alles irgendwie sicher abläuft, aber darüber hinaus
ist es vielleicht auch einfach gar nicht notwendig. Okay. Sicherheit führt leicht. So, was mich jetzt als zweites interessieren würde, ist, haben Sie schon E-Prüfungen in der Realität eingesetzt? Ganz einfach, ja und nein. Und so. Gute Nachfrage. Also mir geht es tatsächlich um echte Prüfungen. Also ich sag mal, ob es jetzt also summative Prüfungen für Module. Das ist im Prinzip das, worauf ich abziele. Wenn man in Richtung Self-Assessment geht, ist, glaube ich, auch gerade was den Sicherheitsaspekt angeht und was die Usability angeht, die Hürde etwas niedriger anzusetzen. Also ich glaube, da sind eher Leute bereit zu sagen, na ja, gut, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Meine Erfahrung ist halt, dass gerade bei summativen Prüfungen diese Hürde schon deutlich höher liegt. Und das ist ja eigentlich das, was ich herausfinden möchte. Wohin muss die Hürde bei summativen Prüfungen? Hatte ich eben gar nicht so genau gesagt. Gute Nachfrage. Stimmt, formative Prüfungen sind auch echte Prüfungen. Also lassen Sie es mich nochmal anders formulieren. Alles, was im Prinzip zum Bestehen eines Moduls beiträgt, ob das jetzt formativ oder summativ abläuft, sei dann erstmal dahingestellt. Es geht aber um, also diagnostisches Assessment interessiert mich an der Stelle tatsächlich eher nicht, sagen wir mal so. Abgrenzung zu E-Klausuren und vor allen Dingen Definition von E-Prüfungen habe ich hier tatsächlich bewusst nicht gegeben, weil mich erstmal wollte ich gucken, wer überhaupt schon mal generell was damit gemacht hat. Hochgeladene Hausarbeiten würde ich jetzt tatsächlich schon rausnehmen, weil ich sag mal, ob man die Hausarbeit jetzt einfach hochlädt oder wie früher dem Dozenten in die Hand drückt, da würde ich tatsächlich so ein bisschen den Cut machen. Aber alles, was im Prinzip auf ein reines E-Prüfen hinausläuft, also irgendwelche Quizzes, Learning-Management-Systeme bis hin zu eigens eingerichtete PC-Prüfungsräume in den Hochschulen, alles in dem Dunstbereich wäre jetzt für mich erstmal von Interesse. Nee. Genau, so könnte man es sagen. Lernstandskontrolle mit E irgendwas. So, dann haben wir jetzt tatsächlich knapp über die Hälfte der Teilnehmer haben schon E-Prüfungen durchgeführt. Das ist auch ganz interessant. Mündliche Prüfung online gleich E-Prüfung. Der Reihe nach mündliche Prüfung online gleich E-Prüfung. Das ist eine interessante Frage, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das würde ich tendenziell auch erstmal ausklammern. Es sei denn, man würde elektronische Möglichkeiten mit in die Prüfung nehmen, die es jetzt in einem, sag ich mal, Face-to-Face-Situation nicht gäbe. Ich glaube, jetzt kann man die Prüfung, die Ergebnisse sehen.
Mit vielen neuen Informationen würde ich jetzt eine andere Antwort auf die Frage geben als eben. Ja, kann ich gut verstehen, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen Teil des Problems. Also viele unterschiedliche Köpfe haben auch viele unterschiedliche Meinungen, was jetzt E-Prüfung ist und was nicht. Und auch das stelle ich immer wieder fest, tatsächlich. E-Prüfung at home oder am Campus? Da würde ich jetzt beides mit reinnehmen. Keine Two-Factor-Authentication, da geht es um den Prozess selbst. Also ich hatte die Effizienz jetzt eben eher so gedacht, dass es für den Prüfenden effizienter wird. Also ich meine, da gibt es auch wieder viele unterschiedliche Ansätze bis hin zu, ich kann es einfach lesen. Also das ist was, was ich öfter schon mal feststelle, dass gerade im Informatikbereich die Leute möglicherweise etwas unleserlich schreiben. Das mag ein Vorurteil sein, aber gerade da stellen wir halt fest, dass das, womit wir uns bisher beschäftigt haben, wenn wir halt Source Code und Programmieraufgaben direkt ordentlich formatiert digital vorliegen haben, sind wir bei der Effizienz deutlich stärker, als wenn wir das handgeschrieben auf Papier haben. Also das ist das, was sich zur Effizienz in meinem Kopf befindet. Genau, na, Effizienz, also ich sag mal, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Effizienz bei Multiple-Choice-Vorprüfungen geht natürlich auch in Richtung dessen, dass ein Dozierender oder dass die Dozierenden ja eigentlich nahezu gar keinen Korrekturaufwand mehr in die Aufgabe stecken müssen. Klar müssen sie einmal die Musterlösung machen, aber dann ist es egal, ob 10, 20 oder 1000 Leute die Prüfung machen. Das geht natürlich dann auch wieder in den Bereich. Okay, ich stelle fest, viele Leute, und das finde ich sehr schön, haben sich schon mal mit E-Prüfungen in der einen oder anderen Form, wie gesagt, das war bewusst etwas offen gelassen, auseinandergesetzt. Da würde mich jetzt interessieren, wie haben Sie das gemacht? Das würde ich jetzt mal speziell für schriftliche Prüfungen, wissen wollen. Ich hatte eben auf der einen Folie gezeigt, es gibt unterschiedliche Prüfungssysteme und die kann man dann auch nochmal in unterschiedlichen Settings einsetzen. Aber ganz generell, was sind Systeme, die Sie schon mal eingesetzt haben? Und wenn Sie ein anderes eingesetzt haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das im Chat kurz notieren könnten. Plus. Ich gebe noch mal kurz die Ergebnisse frei. So, jetzt sollten Sie auch sehen können. Stimmt, im Chat wird gerade gesagt, Safe Exam Browser ist per se kein Prüfungstool.
Das ist soweit richtig, wobei ich tatsächlich gesehen habe, zumindest, dass einige Hochschulen das dann immer direkt in Verwendung mit ihrem Learning Management System kombinieren. Deswegen hatte ich das jetzt hier so aufgeschrieben, weil mich halt speziell die technische Seite und vor allen Dingen auch ein bisschen die Absicherung der Systeme interessiert. Das taucht ja gerade im Chat auch schon wieder so ein bisschen auf. OpenBook ist natürlich ein Setting, was die Absicherung angeht, etwas weniger kritisch ist als geschlossene Fragen, also zum Beispiel bei Moodle oder sonstigen Sachen. Bei Remote-Szenarien, da kommt es halt ein bisschen drauf an. Grundsätzlich scheinen sich da die Proctoring-Lösungen immer mehr zu etablieren, dass man halt irgendwie mit einer Webcam da sitzt und dann eben entsprechend irgendjemand dabei zuschaut. Okay, jetzt habe ich erstmal ganz grob so zur Hälfte den Überblick. Einige von Ihnen haben schon was gemacht. Von den bekannteren Systemen sind auch einige schon verwendet worden. Jetzt komme ich mit Umfragen nicht mehr weiter, weil jetzt habe ich im Prinzip offene Fragen an Sie. Das wäre das, was ich gerne in der zweiten Hälfte machen würde. Wenn Sie schon Erfahrung mit elektronischen Prüfungen haben, was war für Sie besonders wichtig? Warum haben Sie sich für ein System entschieden? Warum nicht für ein anderes? Ich hatte ganz am Anfang nach Sicherheit und Effizienz gefragt. Und das geht wieder so ein bisschen in dieselbe Richtung, nur jetzt halt nicht generell, sondern Ihre expliziten Erfahrungen. Sollten Sie noch keine Erfahrung mit E-Prüfungen gemacht haben, würde es mich interessieren, was Sie sich konkret vorstellen, was wichtig wäre. Ja, das sind im Prinzip so die Sachen, die mich hier an dieser Stelle interessieren würden. Und da würde ich jetzt nicht um repetitive Anhalten, Anwendung. So. Das heißt, Anwendung wäre interessant. Anwendung. Was wäre noch interessant? Also ist es zum Beispiel so, dass oft auch die Frage gestellt wird, es klang schon mal an, irgendwie Take-Home-Exams. Sind Sie darauf angewiesen, dass es auch ohne einen von der Hochschule betreuten Prüfungspool geht? Also zum Beispiel sind Bring-Your-Own-Device-Lösungen für Sie denkbar oder sogar ein Erfordernis, weil es ansonsten nicht umsetzbar ist. Das sind auch Sachen, die interessant wären. Okay. BYODs unter dem Aspekt Chancengleichheit sehr dünnes Eis. Das ist eine ganz interessante Frage. Da können wir uns auch gerne so nochmal zu austauschen. Okay, LMS entschieden, weil wir es bei Prüfung sich schließlich Kompetenzorientierung, also Passung und Kompetenzorientierung.
Okay, was sich jetzt nämlich rauskristallisiert, sind tatsächlich Punkte, die mir so auch schon relativ oft begegnet sind. Also gerade im Chat, ne, wir hatten jetzt schon bei BYOD, Chancengleichheit, ist da ein Punkt. Online-Vertrauensklausur, Studierende sitzt zu Hause, kann man nur ein Open Book machen. Das heißt, irgendwie dieses Nachvollziehbarkeit, Vertrauen in den Studierenden, das kommt immer wieder auf. Und wenn ich das hier richtig sehe und im Kopf so ein bisschen ja, zusammensetze, dann sind es eigentlich zwei Dinge, auf die Sie speziell Wert legen. Das eine ist im Prinzip die Frage nach Gerechtigkeit im weitesten Sinne. Damit meine ich jetzt einerseits, dass Studierende gleiche Chancen haben, aber auch, dass niemand betrügen kann, was ja natürlich den anderen gegenüber auch irgendwo ungerecht wäre. Das wäre so der eine Punkt. Und das andere wäre halt so ein bisschen die Nutzung des Potenzials. Ich sag mal, man kann halt mit dem Rechner andere Dinge machen als auf Papier. Und das muss natürlich aber irgendwie auch passen. Generell scheinen sie insgesamt Kompetenzorientierung beziehungsweise die, ja, ich sag mal, auch didaktische Änderung von Prüfungen hier auch als Chance zu begreifen. Ne? Vernetztes Wissen, Gesamtblick. Steht da, Prüfungen müssen anders gedacht werden, aber es muss auch Grundlagenwissen geprüft werden. Ja, das heißt, das scheint mir aber im Prinzip zwei sehr wichtige Punkte zu sein. Kann ich hier ein zweites Whiteboard aufmachen? So, das heißt, wir hätten einmal irgendwie den Punkt Gerechtigkeit, dann den Punkt, ach, wie mögen wir es nennen? Nennen es Didaktik. Didaktische Passung, didaktische Mittel ausschöpfen. Okay, Inhalte des Moduls, Mindmap entwickeln lassen, Prüfbarkeit, Kompetenz und Fragetyp. Also ich meine, da muss man, denke ich, insgesamt unterscheiden auch. Das ist natürlich so, ich kann jetzt nicht Erstsemester auf irgendwie komplexere Fallstudie loslassen. Das geht in aller Regel nicht. Das heißt, diese Tools des Anwendungswissens sind schon irgendwie gerade in den ersten Semestern in den Grundstudien schon von Bedeutung. Aber auch die müssen natürlich korrekt eingesetzt werden. Auch da kann ich mich mit Multiple Choice aufhalten oder zumindest andere Fragetypen nehmen. So, das heißt, wenn ich das jetzt erstmal richtig zusammenfasse und niemand widerspricht, sind das eigentlich die zwei wichtigsten Punkte. Es muss da, daraus, darf nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwer ungerecht behandelt wird, sei es, weil bei BYOD kein Gerät zur Verfügung steht oder sei es, weil andere die Möglichkeit haben, einfacher zu betrügen. Ja, da war jetzt irgendwie der Punkt Vertrauen. Und zweitens ist es auch scheinbar ganz wichtig, dass die entsprechenden didaktischen Mittel und Methoden ausgenutzt werden und das jetzt in dem Sinne kein Ersatz ist und ich jetzt nicht einfach auf einmal in Notepad tippe, statt auf Papier zu schreiben, sondern, wie ich es richtig verstehe, möchten Sie eigentlich schon, dass alles, was da an Möglichkeiten zur Verfügung steht, auch ausgenutzt wird. Sieht das jemand ganz anders? Oder sind das so grundsätzlich die zwei Marschrichtungen, über die nachgedacht werden muss, wenn elektronische Prüfungen sich etablieren sollen? Weil ansonsten wäre es jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht langsam Zeit, auch wir haben noch hier knapp 5 Minuten. Ich hatte das im Titel der Session relativ provokant formuliert und mich auch gefragt, ob das nicht überbewertet ist. Da wäre jetzt für mich die Frage, wie geht es weiter? Also sind E-Prüfungen die Zukunft oder sind klassische Prüfungen die Zukunft? Oder ist eine Mixtur aus beidem die Zukunft? Weil auch E-Prüfung heißt ja im Prinzip nicht,
dass alles elektronisch gemacht werden muss. Über die Ausgangsfrage überbewertet zu diskutieren. Genau, da will ich ja jetzt gerade hin, über die überbewertet Frage, ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt auch die Zwischenresultate so anschaue, dann scheinen ja die allermeisten von Ihnen nicht der Meinung zu sein, dass elektronische Prüfungen völlig für die Tonne sind, um es mal so zu formulieren. Das heißt, Sie wären aus meiner Sicht in dem Sinne nicht überbewertet, dass sie jetzt der totale Hype sind, damit aber eigentlich nichts anfangen kann, sondern ja, zumindest 84% der Teilnehmer sehen es ja im Moment so, dass sie sich durchaus als Bestandteil der Prüfungskultur etablieren können. Rechtssicherheit ist eine Frage, die dabei natürlich immer eine Rolle spielt. So. Gibt es Studien und Analysen zum Betrugsumfang von Open-Book-Klausuren durch Ghostwriter? Das ist eine interessante Frage. Da habe ich mich tatsächlich selbst immer so ein bisschen gefragt, um das vielleicht mal kurz anekdotisch zu erzählen. Bei einer Klausur kontrollieren wir Kandidatenlisten, Studierendenausweise, protokollieren Toilettengänge, aber bei Abschlussarbeiten unterschreibt jemand, ja, ich habe das selber gemacht und dann ist meistens gut. Das ist auch noch so eine Geschichte. Ghostwriting ist natürlich ein Ding. Wobei man da natürlich immer noch sagen muss, man hat das Kolloquium im Nachhinein, um festzustellen, ob jemand das tatsächlich selber gemacht hat. Elektronische Prüfungen können Potenzial haben, wenn die Technik auf allen Seiten vorhanden ist. Betrug kann bei keiner Prüfungsform ausgeschlossen werden. Das ist nicht an digitale Formate gekoppelt. Dankeschön, das sehe ich nämlich ganz genauso. Okay, laut Timer sind es noch 40 Sekunden. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ich entnehme dem, dass Prüfungen grundsätzlich nicht überbewertet sind, nein, dass elektronische Prüfungen grundsätzlich nicht überbewertet sind, sondern dass sie durchaus der Meinung sind, dass das bei entsprechender Rechtssicherheit und bei entsprechenden Rahmenbedingungen durchaus als Teil der Prüfungskultur etabliert werden kann. Das freut mich schon mal sehr. Da könnte man natürlich jetzt fragen, sind Sie hier, weil Sie das so sehen? Und was ist mit den Leuten, die jetzt nicht hier waren? Interessiert die das generell gar nicht, aber das ist wieder eine ganz andere Frage. Und dass die große Chance, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, bei den digitalen Prüfungsformaten auch die Kompetenzorientierung voranbringen kann. Das sehe ich nämlich genauso. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Das hat mir auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen Input geliefert, was wichtig ist und was Sie als wichtig erachten und hoffe, dass Sie noch eine schöne Zeit haben bei dem Festival.